Jetzt ist es endlich offiziell. Hansa meldet Vollzug und verpflichtet Kai Pröger. Er stand ja schon vor 2 Wochen auf der Kandidatenliste Nummer 1 vom SC Paderborn, bekommt einen 2-Jahres-Vertrag. Und das Gute ist, er hat sich für unseren FCH entschieden, statt den Vertrag beim SC Paderborn zu verlängern. Er hätte einen bekommen, ist auch absoluter Stammspieler dort gewesen. Ich bin happy, hat Erstliga-Erfahrung mit 31 Spielen. In dieser Saison ist er 32 Mal für den SC Paderborn aufgelaufen, hat 5 Mal getroffen und 4 Torvorlagen erzielen können. 30 Jahre ist er zwar schon alt, sage ich mal, für einen Fußballer, trotzdem gereifter Spieler. Ihr wisst ja, unser Johnny, der ist auch schon 33 und ist eingeschlagen, ja, wie sonst was. Also bin ich von diesem Transfer absolut überzeugt. Ich denke, der wird uns weiterhelfen, kann sowohl in der Sturmspitze spielen, als auch rechts außen, links außen. Wie seht ihr das? Wir sind ja noch aktuell an dem Dressel dran von 1860, dann noch an den schwedischen IV oder auch noch Olli Hüsing. Ich bin gespannt. Ja, Hansa macht so langsam ernst, holt sich die ersten Neuzugänge und das mit Kai Pröger ist, denke ich, schon mal ein guter Geburtsort. Wilhelmshaven, da bin ich auch schon gewesen, ist ein schönes Örtchen. 1,77 ist er, vielleicht als Stoßstürmer ein bisschen klein mit den Kopfbällen, aber ich denke, ja, auf den Flügeln und so weiter. Da wird er vorne, denke ich, nochmal den offensiven Konkurrenzkampf ankurbeln. Hat beim VfB Oldenburg gespielt, bei Mainz 05-2, BFC Dynamo, Rot-Weiß Essen und natürlich eine lange Zeit beim SC Paderborn. Wie schätzt ihr den Transfer ein? Ich bin mega zufrieden, dass wir, ja, den Kai Pröger zu uns ziehen konnten. Er hat es begründet mit unseren Fans, ne, wie leidenschaftlich wir immer dabei sind. Er kennt auch den einen oder anderen Spieler von unserem FCA und ich denke, dass passt. Wenn er sich wohlfühlt, dann wird er hier, sage ich mal, auch das ein oder andere Tor erzielen. Top Sache. Ich bin zufrieden und ja, jetzt könnt ihr eure Meinung reinschreiben. Sehr, sehr geil. Ein wichtiger Transfer für unsere Offensive und ja, jetzt war es das erstmal. Macht's gut. Vielleicht kriegen wir heute noch ein paar neue News zu erfahren.